Willkommen an Bord des Tesla Model 3 von Nextmove. Wir starten zu einem neuen Test. Und zwar haben wir uns heute zwei Sachen vorgenommen. Zum einen ein Verbrauchstest bei möglichst konstant Tempo 180. Und das zweite ist zu testen, ob wir das Auto in diesem Bereich auch in eine Leistungsbegrenzung bekommen. Warum gerade Tempo 180? Ihr erinnert euch ja, wir hatten das Video gemacht, Autobahngate, ein bisschen überspitzt, wo ich das Strompedal benutzt habe wie ein Schalter. Vollgas, Bremse, Vollgas, Bremse. Immer das, was gerade frei war, bin ich gefahren mit dem Auto. Heute wollen wir es etwas vernünftiger, kann man nicht sagen. Tempo 180 ist für ein E-Auto relativ viel, geht nur in Deutschland. Das Thema hatten wir schon. Wir wollen es mit Tempo 80, 180 probieren. Das ist das, was man schon mal noch fahren kann. Unsere Testbedingungen sind, wir haben 11 Grad, wir haben 3,1 Bar auf den Reifen, wir haben original Four Seasons US-Bereifung drauf, wir haben ein Model 3 Long Range Heckantrieb, wir haben es vollgeladen auf ungefähr 500 Kilometer oder 498 hat er, glaube ich, angezeigt bei Start, ein kleines bisschen vorgeheizt. Klimaanlage Auto 21 Grad. Wir haben 12 Kilometer Anfahrt zur Autobahn, die ich jetzt relativ soft hier dahin rolle. Und die Autobahnrunde ist 94 Kilometer lang, die will ich zweimal fahren. Wären dann also am Ende des Tests genau 200 gefahrene Kilometer, davon 188 Autobahnkilometer. Jetzt geht's los, ich nehme euch mit auf die Autobahn. So, ich habe mir einen Trip benannt, der heißt Test 180, den habe ich mir eben zurückgesetzt sozusagen. Auf geht's! Und jetzt muss man sich schon ein bisschen konzentrieren, die 180 auch zu halten und mal schauen, ob wir zwei Runden schaffen. Was es an Baustellen gibt, weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen, Baustellen oder Tempolimits. Tja, so kann es gehen. Es kann nicht immer die Sonne scheinen. Ich habe eigentlich vorher in den Wetterbericht geguckt und meinte, ein gutes Zeitfenster erwischt zu haben. Aber ich habe einen fetten Regenguss erwischt. Nichts mit Test 180. Schnelle Autobahnfahrt im Regen könnte man den Test überschreiben. Ich hatte mir versucht, unterwegs ein paar Stichpunkte zu machen, wie viele Kilometer wir denn Baustelle hatten. Und auf unserer 94-Kilometer-Runde waren es 4,7... immerhin 11 Kilometer Baustelle und Tempolimits 5, 6, ja, 11 Kilometer Baustelle, 6 Kilometer Tempolimits, eigentlich nicht so viel und durchaus realitätsnah, und natürlich ist es auch realitätsnah, dass es mal regnet, aber es ist jetzt schon die halbe Runde, dass es regnet, ihr habt es gesehen im Zeitraffer, deswegen eher ein Test bei schneller Autobahnfahrt im Regen. Regen kostet natürlich auch Fettstrom, weil man die ganze Zeit diese 2 mm Wasser wegschieben muss, die man aber nicht immer hat. Also wenn man jetzt gerade raus sieht, sieht man, dass der vor uns eine schöne Spur macht. Und wenn man mit dem E-Auto genau in der Spur fährt, hat man natürlich weniger Rollwiderstand, als wenn ich aus der Spur rausfahre und mir selber eine mache. Die Fahrgeschwindigkeit habe ich natürlich auch daran orientiert, wenn ich sehe, das Wasser steht auf der Autobahn, bin ich langsamer gefahren. Wenn ich sehe, es ist ein sehr rauer Asphalt und das Wasser steht praktisch zwischen dem Asphalt oder es fängt gerade erst an zu regnen und die Autobahn ist noch gar nicht richtig nass geworden, dann kann man halt entsprechend auch bei Regen noch ein paar km/h schneller fahren. Ansonsten überlasse ich es lieber den anderen, bei Regen die Grenzen des Fahrzeuges auszutesten und versuche eine einigermaßen vernünftige Fahrgeschwindigkeit zu wählen, bei der die Bodenhaftung zwischen Fahrzeug und Straße auch erhalten bleibt. Durchschnittswert bis jetzt vor Eintritt in diese Baustelle ungefähr 280, 290 Wattstunden, also 28, 29 Kilowattstunden. Am Anfang konnte ich ja eine ganze Weile noch flott fahren. Schauen wir mal, was noch so passiert im weiteren Testverlauf. So, unsere Testfahrt neigt sich dem Ende entgegen. Die Autobahn füllt sich so langsam. Wir sind bis jetzt 213 Kilometer gefahren, also auf 200 Kilometer haben wir den Akku nicht ganz leer bekommen.
Und eine Leistungsbegrenzung habe ich noch nicht gemerkt. Wir haben jetzt hier oben 3, 4, 5 rote graue Punkte in der Leistungsbegrenzung im Display. Aber nicht so, dass wir es als Geschwindigkeitsreduzierung verspüren. Und der Akku ist jetzt fast leer. Wir sind gefahren 226 Kilometer, haben eine Entnahme von 66 Kilowattstunden bei einem Durchschnittsverbrauch von 290 Wattstunden pro Kilometer. Wir haben ihn nicht nennenswert in Leistungsbegrenzung gebracht, nämlich Leistungsbegrenzung, die sich in Speed-Limitierung äußert. Ich bin jetzt die letzten 50 Kilometer relativ flott gefahren, teilweise sogar 190, aber durchgängig freie Fahrt gehabt. Also vernünftig schnelle Fahrweise könnte man es beschreiben und Tempo 180 nicht wesentlich überbietend, kennt das Model 3 keine Grenzen. Bis zum nächsten Video, abonniert unseren Kanal, wir haben noch ein paar Sachen vor mit dem Model 3. Wir konnten die letzten 40, 50 Kilometer, oder ich fange mal an. Eine Kamera ist gerade ausgestiegen. Auf der Autobahn konnte ich sie aber nicht wechseln.